Also letztens habe ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, irgendjemand gefragt, ob er malen kann und dann, nee, genau, singen. Da habe ich den Moderatoren gefragt, so kann jeder singen lernen? Sag ich, ja, jeder kann singen. Nein, das kann ja nicht jeder. Sag ich, und das ist jetzt nur, weil Sie mit dem perfektionistischen Gedanken daran gehen. Genau. Aber na, also wenn wir einen Stimmverlust haben, jemand hat keine Stimme, ja, dann kann er nicht singen. Aber wenn jemand Stimme hat, kann diese Person wahrscheinlich auch singen. Vielleicht nur krächzen, vielleicht nur drei Töne. Ist mir völlig egal, die Person kann singen. Genau. Wenn man in der Schulklasse fragt, wer kann alles singen, da gehen alle Arme nach oben. Wer kann malen, alle Arme gehen nach oben. Und alle malen wie verrückt Streichholzmänner. Ja, und wir haben eben dann diesen perfektionistischen Gedanken eben, naja, so toll male ich ja nicht. Und so toll reden kann ich ja auch nicht. Und so toll... Doch, wir können alle reden und wir können auch gut reden. Vielleicht nicht brillant, vielleicht nicht wie, keine Ahnung, Obama, Steve Jobs und wie sie alle heißen. Aber wir können gut reden. Ja. Und wir können eben malen und wir können singen und wir können eben, ne? Und das finde ich eben auch, und zum Beispiel auch atmen, wenn ich die manchmal den Leuten dann eben Atemtechniken und beibringe, sagen die, oh Gott, wer atmet denn so? Sag ich, na ihr, alle. Schon gemacht, leider verlernt, aber genau. Es war alles da. Ich wecke wieder die Dinge, die alle in euch drin sind, die alle darin schlummern und die eigentlich nur wieder ausgelebt werden wollen. Das ist tatsächlich so, dass manche heutzutage ja auch auswandern aus dem Grund, weil sie sagen, wir wollen unsere Kinder nicht in die Schule schicken. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, dass wir jetzt irgendwie alle auswandern, die Kinder haben. Ich hoffe nicht, ein paar Kinder brauchen wir hier noch. Aber definitiv ist es überdenkenswert, das ganze Schulsystem. Absolut, da bin ich voll bei dir, weil ich glaube, wir lehren den Kindern nicht, wie sie das, ihr Leben gestalten können, sondern wir lehren sie Dinge, die sie in ihrem Leben nie wieder brauchen werden. Und das ist so schade, dass wir so diese Chance verpassen, den Kindern das mitzugeben, dass sie tatsächlich ihre Potenziale leben, um ihr Leben zu genießen, um auch eine Arbeit zu finden, die sie so erfüllt, dass es eben keine Work-Life-Balance mehr geben muss, sondern nur noch eine Life-Balance, weil eben das Arbeiten genauso zum Leben dazugehört. Und ich finde so gerade diesen Begriff Work-Life-Balance finde ich so traurig, weil das bedeutet ja, du hast ein Leben und du hast eine Arbeit. Und mit dem, was ich heute mache, kann ich sagen, ich verbinde beides miteinander, das ist meine Life Balance und da ist es mir wurscht, dass die Seminare am Wochenende sind, weil das ist, also jeder Tag ist ausgefüllt und darf schön sein. Ist mir auch egal, gerade ein Einzelcoaching-Schüler gefragt, so wie spät abends, sage ich, ach, wir können es auch um 21 Uhr treffen. Nee, ich dachte so 18 Uhr, sage ich, mir ist es völlig egal. Mir auch Latte, also wann wir das machen oder nicht machen. Und ich habe auch gerade hier, ich schreibe hier gerade für einen Verlag, schreibe ich so ein Online-Training, wo es auch so über authentisches Auftreten geht, da erinnere ich mich auch. Ich habe gerade letztens Führungskräfte trainiert und da war eben auch ein Trainer, der für ein großes Unternehmen schon Trainings gibt, der wollte bloß einfach nochmal wieder eine Weiterbildung machen und der meinte so, dann habe ich gesagt, wenn du dich so mit mir unterhältst, wir haben es gesehen, wenn sie sich so mit mir unterhalten, dann reden sie anders mit mir als jetzt hier, wenn sie intern jetzt gerade mal diese Kurzvorstellung üben. Und sagt er, ja, aber es ist auch korrekt so. Das will ich auch. Ich will diese Schutzmauer. Ich will im Prinzip eine andere Person sein. Ja. Die stülpen diese andere Persönlichkeit, diese anderen Facetten. Es sind ja, ist ja immer die eigene Persönlichkeit auch, aber eben in andere Teile der Persönlichkeit stülpen sie über und sagen, so, jetzt ist gearbeitet, wird gearbeitet und weich kann ich wieder zu Hause sein. Leicht darf ich wieder zu Hause sein. Jetzt ist das der Ernst des Lebens, jetzt sind wir hier. Das finde ich so schade. Also ja. Natürlich finde ich es schon auch wertschätzend, mich anzupassen und zu gucken, wie ist mein Gegenüber. Wenn die jetzt in der Bank irgendwie alle ihren Schlips und sowas tragen, wäre es vielleicht irgendwie ein bisschen unangebracht, wenn ich da zum Vortrag gehe und barfuß bin. Muss nicht unangebracht sein, kann aber sein. Also ich kann ja auch wertschätzend eben gucken und mich anpassen, bis zum gewissen Grad. Aber komplett sagen, ich bestehe aus zwei Persönlichkeiten, die eine arbeitet, die andere nicht. Ich meine, du kommst aus einem großen Unternehmen, du hast es wahrscheinlich auch zigtausend Mal erlebt. Ne? Wenn man die privat getroffen hat, die Leute, denkt man so, was? Du bist derselbe? Echt? Genau. Ja, und das ist tatsächlich so diese vielen verschiedenen Rollen, die wir spielen in den verschiedenen Kontexten. Das ist ja nicht nur in der Arbeit so. Du spielst deine Rolle als Schwester, du spielst die Rolle als Leben, oder du bist in der Rolle des Partners oder wie auch immer. Und da gibt es halt tatsächlich Unterschiede. Und auf meiner Reise, auf diesen 4 Monaten, in denen ich unterwegs gewesen bin, die waren für mich deswegen so besonders und so leicht, weil ich tatsächlich nur ich war. Ich war in keinerlei Rolle, ich war immer ich.
Und als ich dann zurückgekommen bin, haben mich Freunde auch gefragt, hast du dich auf der Reise verändert? Und dann habe ich erst mal gesagt, nö, ich bin immer noch die Yvonne, die losgeflogen ist. Und dann habe ich mal darüber nachgedacht und festgestellt, das stimmt nicht. Ich habe mich verändert im Sinne von, ja, es gibt immer noch so die verschiedenen Kontexte und gleichzeitig bin ich jetzt überall ich. Also wenn ich mich jetzt hier mit dir unterhalte, dann bin ich noch die gleiche, die nachher ins Auto steigt. Und das finde ich so wichtig, weil auf der einen Seite bringt es Leichtigkeit und auf der anderen Seite bringt es eben dieses, es ist ja mittlerweile auch ein Modebegriff geworden, aber dieses authentisch sein. Und ich finde das so wichtig, dass ich ich bin. Also mein ZDE, mein Zweck der Existenz heißt, ich bin frei, ich selbst zu sein. Und am Anfang fand ich den, konnte ich den nicht annehmen. Das ist dein Zweck, den wollte ich nämlich noch fragen. Also warum bin ich auf dieser Welt, ist bei dir? Ich bin frei, ich selbst zu sein. Du bist frei, ich selbst. Also es darf auch... Der erste Gedanke war, man soll den ersten Gedanken aussprechen, egoistisch zu sagen, ich bin frei, ich selbst. Ich dachte, sowas wie Sinn, Zweck auf der Welt zu sein, ist, ich sorge für Weltfrieden. Genau. Ich auch das kann, ja. Genau. Also, ja, genau das ist das Problem. Oder genau das war mein Thema auch, dass ich gedacht habe, also als das so als aus mir rauskam, ich bin frei, ich selbst zu sein, dachte ich, das kann ich nicht annehmen, weil das ist ja so egoistisch. Ja. Aber das ist es gar nicht. Ich bin frei, ich selbst zu sein, bedeutet, ich bin die authentischste Form meiner selbst. Und wenn ich das leben kann, dann können das auch die Menschen, die mit mir zusammenkommen. Als Vorbild. Als Vorbild. Wenn ich das leben kann, dann trauen sich das auch andere. Und wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich auch meine Kraft weitergeben. So dieses dämliche Beispiel, was ja immer mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug kommt. Ne? Ja, also wem setzt du die zuerst auf? Schon du dir selbst. Und nicht, weil du egoistisch bist, sondern weil du A, für dich sorgst und B, weil wenn du gut für dich sorgst, du auch für die anderen sorgen kannst. Mhm. Und als ich das verstanden habe, konnte ich es auch annehmen, dieses Ich bin frei, ich selbst. Das tut mir leid, das habe ich natürlich genau das ausgesprochen. Ja, Isabelle, aber genauso ging es mir. Ganz klar genauso, weil ich gedacht habe, oh, wie egoistisch ist das denn? Und dann musste damals meine Trainerin wirklich hart mit mir arbeiten, dass sie es annehmen konnte. Und heute bin ich da also wirklich richtig froh darüber, weil wenn ich es mir traue, dann trauen sich es auch andere. Und es ist so schön, der zu sein, der man selber ist. Definitiv. Ich finde das Ziel auch schön. Das war einfach so, ich habe eben gerade gedacht, würde bei mir sowas rauskommen, ich hätte damit Bauchschmerzen. Ja, so. Genau. Und genau deswegen habe ich es eben ausgesprochen dann. Ja. Und natürlich gibt es ganz viele ZDEs, wo dann ist, ich bringe das Licht in die Welt oder ich setze mich für das ein oder für dieses, wo mehr rauskommt, was man der Welt geben möchte. Mhm. Das, ja, es ist schon so. Es gibt also manche ZDEs, die man lieber in der Öffentlichkeit ausspricht als andere. Das kommt drauf an. Also ich stehe zu meinem... Nee, Kinder, das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern auch gar nicht so, sondern wo man vielleicht noch eher... Wo man augenscheinlich für jeden Dussel da draußen, der diese Tiefe und den Sinn hinter deinem ZDE nicht sofort sieht, sichtbar, guck mal, ich bin nur für andere da. Ja. Wenn du das eben schaust, bei dir ist es so, ich kümmere mich um mich, um eben für andere da zu sein. Wenn andere als Ziel haben, ich kümmere mich nur um andere, ja, was machen die? Die kümmern sich um sich. Mhm. Denn wenn ich anderen Menschen helfe, tue ich das, weil ich daraus die Liebe ziehe, dieses mit dem Selbstlos. Genau. Ey, leck mich. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Ja? Niemand ist selbstlos in dem Sinne, sondern niemand ist ein doofes Wort. Ich denke, die wenigsten. Ja. Und wir helfen anderen Menschen, weil wir daraus etwas ziehen. Und insofern, wie rum du das Pferd jetzt aufzäumst, ist ja egal. Aber nach außen hin ist es das andere, so ein anderer Satz, ich bin nur für andere da, eben schneller greifbar von, boah, gut Mensch, als eben das andere. Das meinte ich damit. Also manche ZDEs sind leichter und offensichtlicher, schöner auszusprechen, ach, guck mal, ich habe ein ganz tolles. Aber im Endeffekt ist jedes ZDE einfach großartig, einfach weil man es gefunden hat. Genau, und weil es immer schon in dir drin gewesen ist. Und das ist das Spannende, weil bei manche sagen dann, das ist ja jetzt so einfach. Und dann sagen sie, aber es stimmt, ich habe das immer schon so unterbewusst gelebt. Und bei mir ist das auch so, ne? Dieses frei sein zu wollen, zieht sich schon auch durch mein ganzes Leben. Und wenn du es dann weißt, was so sozusagen so dein Sinn ist, dann kannst du dich auch so ein bisschen mehr danach ausrichten, dann wird es auch leichter. Mhm.
Z.de, das war ja das Ziel des Lebens. Nee, Zweck der Existenz. Zweck der Existenz. Z.de. Ich habe ja so ZDF. Bei uns, nee, mit dem zweiten Auge, mit dem zweiten sieht man besser. Ihr habt nicht so ein Claim oder sowas, ne? Mit dem zweiten Auge seht ihr besser, mit dem dritten Auge seht ihr... Nee, okay, hätte sein können. Hätte schön gepasst. ZDE. So, ich hatte hier immer so ein paar Fragen hier auch aufgeschrieben. Du hast vorhin gesagt, dass mit dem im Hier und Jetzt leben und so weiter, ist immer so leicht gesagt, aber sobald wir ja denken, ziehen wir uns ja schon häufig weg vom Hier und Jetzt. Deswegen, ich einerseits finde ich es schön, dieses Carpe Diem, lebe jeden Tag, als wäre das dein letzter. Aber manchmal ist auch einfach Arbeit auf meinem Schreibtisch. Ja, Und ich lebe nicht jeden Tag, als wenn es mein letzter wäre, nach dem Motto, ich fresse jeden Tag Kuchen. Jetzt theoretisch, weil ich meine, manche Sachen, wenn jemand zum Beispiel keine Lust hat auf gesunde Ernährung, ich esse jetzt ganz gerne Salat, aber wenn man jetzt keinen Bock drauf hat, auch keinen Bock auf Sport, macht man das ja, um eben in Zukunft keine Schmerzen zu haben, weil man für seinen Körper etwas tut. Wäre es mein letzter Tag, würde ich wahrscheinlich heute jetzt mir zwei Mousse au Chocolat Töpfe bestellen und die hier aufmüffeln und hätte dabei einen Heidenspaß, weil ich morgen ja nicht dicker sein kann, weil ich morgen ja nicht mehr lebe. Also aus meiner Sicht beinhaltet dieses im Jetzt-Leben nicht lebe so, als wäre es dein letzter Tag, sondern es bedeutet, konzentriere dich auf das, was du im Augenblick tust und gib da deine volle Aufmerksamkeit rein. Mhm. Also schweif nicht mit deinen Gedanken ab, was war gestern, also überlege nicht, was wird morgen sein, sondern sei tatsächlich bewusst bei dem, was du im Augenblick tust, weil es dadurch tatsächlich viel intensiver wird. Also zum Beispiel auch in Gesprächen, wenn du miteinander sprichst, dass du tatsächlich bei dem anderen bist und eben nicht dein Film im Kopf gerade irgendwo anders hingeht. Oder wenn du deine Arbeit machst, von der ich mal unterstelle, dass das meiste davon dich auch erfüllt, dass du halt tatsächlich konzentriert dort bist. Das hat nichts damit zu tun, und ich bestelle mir jetzt noch zwei Mousse Schokoladentöpfe, weil morgen mein letzter Tag ist. Sondern einfach wirklich jetzt habe ich Hunger. Wir haben ja noch ganz süßes Zeug auf dem Tisch. Wie gut, dass du Kuchen mitgebracht hast. Ja, ich habe gedacht, sonst lässt du mich nicht rein, wenn ich nicht mitbringe. Ja, also es geht tatsächlich um dieses Bewusstsein, dieses im Augenblick zu sein und eben nicht, was weiß ich, also ich ertappe mich ja auch immer wieder mit diesem Handy, ne, dass du eben so mal auf Facebook guckst oder auf Instagram oder irgendwas, also, sondern eben so diesen Moment genießt. Ich kann das zum Beispiel ganz gut beim Laufen. Ich jogge. Und, Streber. Ja, das dachte ich mir, dass du das jetzt sagst. Und da gibt es es geht durch den Wald, ist wunderschön, und da gibt es so eine Stelle, von der ich weiß, wenn die Sonne richtig steht, dann fallen da so die Sonnenstrahlen durch. Und dann ist es so dieser Moment, wo ich denke, ach ja, und das meine ich damit. So dieses Genießen, was im Augenblick ist. Und eben nicht darüber nachdenken, was wird übermorgen sein. Na klar, du planst auch, das ist in Ordnung, das machst du ja im Jetzt. Sondern eben nicht Angst haben, was wird übermorgen sein. Und nicht darüber nachdenken, oh, gestern habe ich dieses Interview gegeben. Also gestern dieses Interview bei Isabel, das ist ja völlig in die Hose gegangen. Sondern einfach so dieses, es darf jetzt sein. Das meine ich damit. Nicht dieses, also morgen ist der letzte Tag. So kann man nicht leben. Nee. Und man kann natürlich auch jetzt nicht jede Sekunde, jede Minute, Beispiel, als vor 2 Jahren mein erster Hund gestorben ist, Bruno, habe ich ihn natürlich klar in den letzten Momenten in den Arm gehalten und ich habe auch noch sehr lange Totenwache gemacht neben ihm und dann erlebe es eben immer mal wieder so, wenn ein Hund dann krank ist und sowas, dann setze ich mich daneben und nehme mir die Zeit, stundenlang neben diesem Wesen, Menschen und so weiter zu hocken, zu streicheln, da zu sein. Und ansonsten ist dann wieder der Alltag da und der Mensch ist dann wieder da, aber weniger wichtig. Und das mache ich eben jetzt mit dem kleinen Pablo, dass ich mich immer wieder hinsetze und einfach nur es genieße, diesen Hund zu haben und ihn anzugucken, ihn so zu streicheln im Prinzip, wie ich Bruno gestreichelt habe, eben als ich wusste, es könnte bald vorbei sein. Das ist es. Das kann ich jetzt nicht 24 Stunden am Tag, auch wenn ich es gerne tun würde, weil der echt knuffig ist, aber... Und jetzt gerade so ganz lieb auf deinem Schoß liegt und so vor sich hinschläft. Ja, hat die Augen offen. Der ist wach. Aber, also insofern, das ist nämlich auch so... Also letztens hat er eine Wespe gefressen. Ja, genau.
und hat die dann versucht wieder auszuspucken, nicht gekonnt, und ich habe sie dann rausgeholt und dann, ja, und dann fing er an so und ich dachte, ah, super, klar, toll, ich habe gerade ein paar Wochen Welpen und jetzt stirbt er mir hier weg. Ich also dann ganz schnell zum Tierarzt und so weiter und so fort. Alles gut gegangen so, aber in dem Moment habe ich auch gedacht so, so, die nächsten Stunden wirst du jetzt diesen Hund streicheln. Ja. Aber warum immer dann, wenn ich dann wieder Angst habe? Ne? Warum nicht jeden Tag einfach immer wieder das, was eben wichtig ist, und nicht erst, wenn es wirklich kurz vor 12 ist und dann sagen, hätte ich man häufiger und mehr. Und natürlich kann ich nicht, auch wenn es irgendwie Familienmitgliedern von mir jetzt nicht so gut geht oder sowas, nonstop bei diesen Menschen sein, könnte ich, aber dann, ne, irgendwo darf das Geld auch herkommen. Eben auch das immer mal wieder so und nicht immer erst auf die Krankheit oder auf irgendwas warten. Ganz genau. Das Bewusstsein haben, eben die Momente zu genießen, wenn es gerade dran ist. Ja. Boah, jetzt haben wir schon so lange geredet. Ich glaube, wir sollten mal langsam zu den drei Worten kommen. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Zu den drei Worten? Echt? Du guckst ja auch zum Zettel rüber, ne? Aber ich sehe es nicht. Oh, meistens denke ich sie mir auch wirklich spontan aus. Ich bin gespannt. Und zwar ist dein erster Begriff Schmuck. Oh, ich schmücke mich gern. Was verbinde ich mit Schmuck? Schmuck gehört zu mir im Sinne von, es gehört zu meiner Ausstrahlung. Es ist nichts Aufgesetztes. Sondern es ist etwas, wo ich so ein Stück weit Persönlichkeit unterstreichen möchte. Und mir ist es wirklich wichtig. Also bei den wenigen Dingen, die ich auf meinen Reisen dabei gehabt habe, gab es tatsächlich ein paar ausgewählte Schmuckstücke, die mussten mit in den Koffer, die gehörten einfach mit zu mir in meinen Rucksack. Okay. Dann bekommst du die Zahl 12. Oh, spannende Zahl. Weil das ist ja so die 12 Apostel, 12 Monate, also mit 12 verbinde ich ganz viel im Sinne von Einheit, von ja, die fühlt sich so stimmig an. Kann das gar nicht so genau greifen, aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Podcast-Serie machen würde, die ich gerade plane, wären es tatsächlich 12 Episoden, weil das so eine, kann ich jetzt sagen, spirituelle Zahl, oder schneidest du das dann raus? Nein, das würde ich nicht machen, nein, nein. Ja, weil das so, also so eine spirituelle Zahl für, ach, machst du auch in deinem Podcast so einzelne Serien praktisch, dass du sagst, okay, offiziell geht es hier um tu es endlich. Ich mach's jetzt einfach, Mut zum ersten Schritt, wir schreiben es definitiv in die Shownotes. Ja, wir machen jetzt in die Shownotes natürlich, ich werde sowohl das Buch Kaffee am Rande der Welt verlinken, als natürlich auch deine Homepage, als auch dieses Kloster, das darfst du mir noch sagen, ne, ja, wo man da so, wenn du schon die Werbung gemacht hast. Genau. Und dann, was kommt jetzt noch für den Podcast natürlich? Ja. Das kommt genau auch in die Shownotes, während ich es bestimmt bis zum Schluss falsch aussprechen werde. Genau. Machst du dann auch einzelne Episoden, dass du sagst, okay, das ist der gesamte Podcast, aber hier haben wir nochmal so eine 12 extra Folgen in die Richtung und da 12 extra Folgen in eine besondere Richtung? Oder? Nein, also es gibt diesen Ich mach's jetzt einfach nur zum ersten Schritt Podcast. Und dann wird es eine Folge geben, eine Serie geben, die ist mein, es geht, da geht es um meine Reise. Mhm. So unter dem Motto, ich mache es jetzt einfach 60.000 Kilometer auf meinem eigenen Weg, unter dem Aspekt nicht, dass ich jetzt also einen Reisebericht gebe, das kann man alles auf meinem Weltreiseblog nachlesen, sondern dass ich verschiedene Erkenntnisse, die ich unterwegs hatte, da reinbringe, mit so diesem Ansatz, das ist was vielleicht für jeden Gültigkeit haben könnte. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt also dieses Erlebnis, dass ich auf den Adams Peak gestiegen bin. Das ist der heilige Berg in Sri Lanka, 5200 Stufen hoch. Und es war schon so, dass ich da auch so ein Stück weit an meine Grenzen gekommen bin. Und meine Erkenntnis daraus war, du kannst alles erreichen, wenn du es wirklich willst. Und so werden diese Episoden aufgebaut sein, dass es also immer so ein Kernthema gibt, wo ich also die Geschichte drumherum erzähle und so Aspekte reinbringe, was für das tägliche Leben von jedem von Interesse sein könnte. Gibt es aber noch nicht, bin ich noch am Arbeiten. Sehr spannend, sehr spannend. Also den Podcast werde ich dann verlinken. Diesen Reisebericht-Blog gibt es auf deiner Homepage, den muss ich nicht noch extra verlinken. Es gibt im Augenblick keine Homepage.
Na super. Ja, dachte ich mir, dass dich das jetzt freut. Toll. Also wenn jemand Interesse hat, irgendwie, du bist ja toll im Verkaufen doch. Wenn man also Interesse hat, jetzt hier irgendwie zu sagen, oh, ich will jetzt auch ein Seminar buchen bei der Yvonne, geht dann nicht, weil du keine Homepage hast. Doch, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich gebe dir alles, wie man mich findet und man findet mich. Okay, ansonsten einfach schreiben an podcast@ichrede.de. Aber wir hatten ja bisher nur zwei Begriffe. Jetzt kommt noch der dritte Begriff. Mikrofon. Werde ich immer vertrauter damit? Ich weiß, also mein Medium ist eigentlich, dieses wunderbare Wort, ist eigentlich das Schreiben. Also ich schreibe schon sehr gerne, schon seit meiner Kindheit, so kleine Geschichten und so weiter. Deswegen gibt es auch diesen Blog und deswegen bin ich auch dabei, ein Buch zu schreiben über meine Reise und werde mich bei Isabel in Sevilla einquartieren und dieses Zimmer beziehen und mich von ihr bekochen lassen. Wir müssen noch gucken, wann wir das machen, ne? Damit wir da, Februar wird schon langsam knapp von der Zeit. Ich weiß, also jeder deiner Interviewpartner sagt vermutlich, ich komme da auch, aber ich komme wirklich. Das heißt also, tatsächlich ist mein Medium das Schreiben. Jetzt habe ich den Podcast für mich entdeckt. Und am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, ins Mikrofon reden und du hast gar niemanden, der dir gegenüber sitzt und ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich mache es jetzt einfach. Dann kam meine erste Folge zur Welt und ich habe da wirklich gute Resonanz darauf bekommen. Und mittlerweile freunde ich mich mit dem Medium Mikrofon an und habe da auch heute meinen Spaß dabei. Yvonne, das ist ein sehr... einerseits leichtes Gespräch, aber auch ein sehr tiefschürfendes Gespräch mit dir gewesen. Also vielen, vielen lieben Dank. Und keine Angst, es ist noch nicht zu Ende. Ich weiß aber, wir haben im Vorgespräch hast du gesagt, oh Gott, lass bitte die letzte Frage weg mit der Panne. Ich habe alle gefragt, ich habe alle meine Freunde gefragt, ich habe jeden gefragt, ich habe alles gefragt, jeden überhaupt und sowieso. Und mir ist keine Panne eingefallen. Was ich aber auch wieder ganz schön finde, weil das vielleicht einfach so diesen Blick auch hat, so sehe ich die Panne oder sehe ich die Chance? Ist es wirklich eine Panne oder sind einfach nur Dinge schiefgegangen, die ich einfach beim nächsten Mal anders mache, so basta. Ne? Also ohne jetzt ein Drama irgendwie draus zu machen. Womit ich nicht sagen will, dass jetzt jeder ein Drama draus macht bei einer Panne, aber kann auch einfach ein Blickwinkel sein und ein Bewertungssystem. Was ist schon eine Panne? Ne? Definitiv. Deswegen kriegst du eine andere letzte Frage. Na, vielleicht will ich dann doch lieber die Panne fragen. Ja, das kann gut sein. Hast du Angst vor dem Tod? Nicht mehr. Aus zweierlei Gründen. Aus dem einen Grund, weil nach dem Tod meines Mannes ich mich intensiv damit beschäftigt habe und ich heute wirklich daran glaube, dass so viele berichten ja von ihren Nahtoderfahrungen, dass das auch was Schönes ist. Das glaube ich mittlerweile wirklich, dass es was Befreiendes ist. Und auf der anderen Seite habe ich Angst vor dem Tod. Nein, weil ich glaube, ich kann sagen, dass ich schon sehr, sehr viele Facetten des Lebens gelebt habe, dass ich sage, ich habe mir ganz viel von dem erfüllt, was ich wollte. Ich habe ganz viel von der Welt gesehen. Ich habe wunderbare Partnerschaften gehabt. Ich habe viele gute Freunde, eine Familie, die mich ausfüllt. Und dass ich wirklich glaube, wenn morgen mein letzter Tag wäre, ich würde noch mal ans Meer fahren, weil ich das Meer so absolut liebe und mir das ganz viel gibt und gleichzeitig... Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich werde nachher trotzdem vorsichtig nach Hause fahren. Bevor ich Angst habe, ist Krankheit. Deswegen, also so dieses, und jetzt käme irgendetwas auf mich zu, was mich daran hindert, mein Leben so frei zu gestalten, wie ich es im Augenblick tue, und eingeschränkt zu sein. Davor habe ich wirklich ganz große Angst. Vor dem Tod nicht. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese Offenheit und für dieses unglaublich schöne Gespräch. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Sie können mir schreiben, wenn Sie an Yvonne rankommen möchten, einfach an podcast@ichrede.de oder wenn Sie auch irgendwie was schreiben möchten hier zu dieser Folge, irgendwie Fragen haben oder sowas. Und natürlich werde ich alles, was spannend ist und was wir erwähnt haben, dann eben auch in den Shownotes verlinken. Jetzt werde ich mich auf diesen Kuchen stürzen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde mich darauf stürzen. Ich weiß nicht, ob du davon was abbekommst. Ich drücke dir einfach Pablo in die Hand. Den kannst du Hund streichen, obwohl er pupst gerade. Ich glaube, jetzt willst du ihn wahrscheinlich doch, nicht haben. Doch, ich will ihn immer haben. Gib ihn rüber. Ich will Kuchen und Hund. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich finde es ganz, ganz toll,
dass du auch, was heißt auch, ja, ich habe auch schon vor einigen Jahren, habe ich eben gesagt, nein, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich dafür schon zu viel erlebt habe und eben einfach auch denke so, ja, ich freue mich über jeden Tag, den ich lebe. Aber jeder, den ich liebe und den ich mag, weiß, dass ich ihn liebe und mag. Insofern, für mich ist eben alles soweit, ist alles soweit im grünen Bereich. Und es entspannt mich ungemein, diesen Gedanken eben zu haben. Ja. Aber bei dir ist natürlich Krankheit, klar, ich meine, wer will schon krank sein, aber es geht natürlich bei dir komplett gegen dein ZDE dann, ne? Absolut. Gegen deine Freiheit dann, das wäre dann. Insofern, toi, 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 ab ans Meer, vorsichtig fahren und so weiter und in Freiheit irgendwann einschlafen. So ist der Plan. So habe ich es bestellt. Sehr gut, dann machen wir es auch einfach so. Irgendwann in 100 Jahren, ja, wollen wir nichts beschwören hier. Also dann wünsche ich den ganzen Podcast-Zuhörern, den ganzen, ich wünsche allen Podcast-Zuhörern, dass sie sich vielleicht auch so ein bisschen Gedanken machen, mal über den Sinn ihres Lebens, wenn sie mögen oder auch nicht, oder einfach nur den Tag genießen, vielleicht im Hier und Jetzt, mal kein Foto machen und einfach mal es anschauen. Und ich werde jetzt hier noch Yvonne anschauen und werde, während ich sie anschaue, Kaffee trinken und den Kuchen essen. Möchtest du noch ein paar letzte Worte loswerden, Yvonne? Es war wunderbar, dein Gesprächspartner sein zu dürfen. Ich danke dir. Dankeschön. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.